Darth Talon war eine weibliche Lithan Twi'lek, welche etwa 140 Jahre nach der Schlacht um Yavin eine Sith Lady unter Darth Crates Riegel des Einen wurde. Sie hatte zahlreiche Tätowierungen, welche ihren gesamten Körper einschließlich ihres Kopfes und ihrer Leku schmückten. Jedes dieser Tattoos verdiente sie sich durch einen rituellen Kampf und wurde von Crite persönlich gemacht. Als Sith-Schülerin wurde sie von einem anderen Twi'lek Sith-Lord mit dem Namen Darth Ruin trainiert, welchen sie später auf Crites Kommando hin enthauptete, bevor sie in den Rang eines vollwertigen Sith in Crites Orden aufstieg. Aufgrund ihrer unglaublichen Loyalität nahm Crite sie als persönlichen Handlanger zur erweiterten Umsetzung seines Willens an. Diese Aufgabe hatte neben ihr noch Darth Neel. Talon wurde oft mit den wichtigsten Missionen ihres Meisters beauftragt, darunter die Gefangennahme des Jedi-Flüchtlings Cade Skywalker und dessen Ausbildung in den Wegen der dunklen Seite, bis dieser floh. Sie blieb ihrem Meister immer treu, auch während der Zeit, als er von Darth Vylok verraten und scheinbar getötet wurde. Er konnte mit Hilfe der Macht Kontakt zu ihr aufnehmen, sodass sie Crite befreien und bei seiner Genesung helfen konnte. Während der Schlacht von Coruscant kehrte er zurück und tötete Darth Vylok und nahm erneut den Thron ein. Später traf Cade Skywalker ein und kämpfte gegen Lord Crite, welchen er schließlich tötete. Talon konnte in die unteren Ebenen von Coruscant fliehen und Darth Neel übernahm die Führung des verbleibenden Sith-Ordens. Was danach mit ihr geschah, ist leider nicht bekannt. Wenn ihr vielleicht mehr über Crites Sith-Imperium hören möchtet, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Vergesst bitte nicht, das Video zu bewerten. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.